Beneath torchlight, a darkness gathered. Three heroes confronted the beast called Ordrak. Yet even in death, Ordrak's corrupted heart endured and called out. Heroes may fall, hope may fade, but new heroes will rise. Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Gymnox und heute fängt ein neues Let's Play Together an und zwar mit eurem beliebten, gut aussehenden, bekannten Spiegelbild von mir. Nein, Projection! Hallo Leute! Ja, Torchlight 2 ist angesagt, wa? Würde ich mal so behaupten, ja. Yay! Ja, willst du noch was zum Spiel sagen? Es ist praktisch ein, die günstigere Version von Diablo 3, die ich ja auch gerade am Spielen bin, theoretisch. Und, einfach mal ausprobieren, beziehungsweise einfach mal spielen. Und sie soll wohl von einigen Leuten gesagtermaßen mehr Spaß machen. Und das werden wir ja mal sehen. Und ich werde mal sagen... Ach ja, das Spiel ist übrigens nur in Englisch. Das tut mir leid. Und es gibt auch keine Untertitelfunktion. Das tut mir auch leid. Man kann die Stimmen leider auch sehr schlecht verstehen, weil wenn ich den Ton lauter drehe, kann man mich nicht mehr verstehen. Das ist jetzt leider ein bisschen blöder Kompromiss, müsst ihr lesen, ansonsten versuchen wir das einigermaßen zu erklären, denke ich mal. Ja. Deswegen, wir sprechen einfach mal mit dem Destroyer. Was spielst du eigentlich für eine Charakterklasse, by the way? Engineer. Wow. Ich bin der Engineer, und du? Ich spiele Magier. So, Destroyer, hallo. Ich denke, das ist so weit, wie ich es tun kann. Du solltest unter die Asterian Enclave. But you're on your own. Warn them that the Alchemist destroyed Torchlight and is headed their way. He may be there already. Okay, also das ist, also weiter kann er nicht gehen und ja, ab jetzt sind wir auf uns selbst gestellt. Genau. Ich würde mal sagen, das nutzen wir gleich aus, indem wir erstmal die Bude hier zerstören. Was natürlich nicht geht, naja, schade. Party hard und so, ne? Guck mal, die hier genau. Unten liegen da schon rum und haben schon Magenkrämpfe von den ganzen, ne? Ah, leckerem Essen. So, was haben wir denn hier? Tod und Zerstörung sieht man schon. Oh ja. Oh yeah. Wuhu. Splash Damage. Ach ja, unsere Tiere können übrigens mit eingreifen. Die Tiere hat man von Anfang an mit dabei. So für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Ja. Ich weiß nicht, hast du die gleichen Items wie ich hier rumliegen? Ich habe jetzt nämlich noch einen Buckler da liegen. Nee, ich habe hier nur 14 Gold noch. Okay, sonst dann, nichts weiter. Dann ist das aufgeteilt. Cool, ich habe ein Schild.
Mein Mana ist gerade ein bisschen low. Ja, geil dafür. Oh, das ist okay. Zwei Hand. So. Kann angehen. Also ich hab den zerfetzt. Ja. Was ist das? Oh. Jetzt hab ich's verpasst. Ich hab zerfetzt, irgendwie. Yay, Level 2 und ich hab eine Pocket Pistol gekriegt. Wie, du bist schon Level 2? Ja, ne, läuft. Ich hab eine Pocket Pistol, brauchst du sowas? Ich bin nur gar nicht. Ich bin Magier, nicht Fernkämpfer. Wie kann ich denn dieser. Level 2? Ja, ich krieg das irgendwie mitgeliefert. Ah, hier. Genau. Hier unten kann ich jetzt auf Skills gehen. Was kann ich denn machen? Stärke und Vitalität. MP brauchen wir nicht. Critical Chance wäre vielleicht noch was interessant, aber. Soll ich mal eine Donnerattacke nebenbei machen? Was habe ich denn hier Schönes? Ah, komm, gib ihm alle 5 Punkte auf draufkloppen. So, läuft, ne? So. Der Pet. Statistiken, so, machen wir wieder klein Inventar, ja. Skills, oh, Skills, verbessere ich den jetzt erstmal? Ein auf Vitalität? Das ist immer so das Problem, wenn man diese Skills hier hat, ne? Aber ich fange erstmal an und verbessere den hier erstmal, so. Und weiter geht's, damit wir hier nicht so lange rumstehen. Alles klar, ich bin jetzt mal mitten drin, da statt nur dabei, aber... Ne, ist doch super. Ich hatte hier noch eine geile zweite Attacke, aber irgendwie kann ich die hier gerade nicht mehr kriegen, ausrüsten. So, dann würde ich gerne kann ich das aussuchen. Ih, das ist ja cool. Cool. Hallo? One by Pets. Genau. Eine zweihändige Kanone? Oder nehme ich das Tuch? Well, das can only be one by Pets. Physical Armor. Nö, ich nehme eigene Rüstung. Ist mir irgendwie lieber. Hast du gerade das gesehen, was bei mir aufgeploppt ist? Hm? 165 Fame. Voll Fame, lass mit dem. Hier ist eine Quest, by the way. Aber die annehmen. Da ist keine Quest. Ist da eine Quest? Bei mir ist da keine Quest. Also bei mir ist ein fettes Fragezeichen dran. Das ist ja eine Beantwortung. Ach so. Was nehme ich denn schönes? Ein Rosenschild oder? Hier ist übrigens gerade ein Endboss. Also so, ja, warte, so ein kleiner Chefboss. Warte mal, ich muss mal gerade suchen, ob man das Pad umstellen kann. Ah, hier. Nee. Hä? Du kannst oben links dein Pad auf aggressiv, defensiv und passiv. Ah, hier war das. Links, meine ich. Stellen. Passiv möchte ich bitte. Genau, ich habe defensiv. Wo ist denn Boss? Hier. Ach, da. Nehmen wir den. Der steht hier so groß in der Ecke. Ja, ne? Boss halt, ne? Warte mal, ich hab hier irgendwie... Cool, ich hab schon wieder ein Schild, was ich nicht benutzen kann. Oh, cool! Was geht ab? Juch! So. Ist doppelt bei Item. Genau. Doppelt bei Items, Weapons und Magicals. Bla, so. Doppelt bei Items kann man in Items reintun. Ja, ich habe hier ein Flame Ember Spec. Also so ein Socketable-Geschichten. Aber ich will noch gar nichts sockeln und so weiter, weil A, kenne ich mich damit nicht so gut aus und ich werde das wird dann noch im Spiel später etwas nutzen und am Anfang ist das eher so eine Sache. Hm. Ja, richtig. Ich denke mal, da finden wir uns noch ein. Ja, das sowieso. So, hier können wir noch einen toten Typen umdrehen. Was du hier für ein Damage machst, ne? Das ist ja abnormal. Du räumst hier einfach schon mal alles voraus. Wa? Genau. Lässt mich gar nichts zu tun über. Was soll denn das? Also ich muss sagen, der Anfang ist recht einfach gestaltet. Okay, wir spielen auch erst auf normal. Soll ich das mitbekommen? Ja, richtig. Also super. Schön, dass man erstmal halt reinkommen kann in das ganze Spiel. Ja. Was habe ich jetzt? Ach, Equipment habe ich den. Ja. Verstehe. Ich glaube, diese undefinierten Sachen, die muss man noch nachher im Spiel... Ja, die kann man noch praktisch aufdecken. Ach so. Ja. Dafür hast du diese Rollen dann. Wenn du undefiniert im Inventar... Digga, wo bist du eigentlich lang gelaufen? Du hast hier Arsch für die Gegner übersehen. Geht so.
Kommt drauf an. Also ich habe hier gerade richtig fette Gegner gehabt. Ja, ich bin nach unten gelaufen. Unten rum? Ja. Ich merke schon, du bist jetzt zwar nicht lang, aber du bist unten lang. So, warte mal, ich habe hier gerade ein Level up mal wieder. Mhm. Ich gehe mal wieder auf. Etwas rasant hier. Ja, einfach mal ein bisschen Querfeld einskillen. Müssen wir uns mal erkundigen, was hier so die besten Skillungen sind für diese Klasse. Also ich skill auf Leben. Warte, was habe ich denn gerade geskillt? Auf Leben, Fokus und Vitalität. Ganz ehrlich, was in so einem Steinhaufen alles an Geld drin ist, ist echt übel. Meine Chest. Was ich gerade sagen wollte. Alter! Ich hab eine goldene Sache schon. Junge, ja. Unique Stockable, also sehr seltenes Stockable-Item. Ja. Das packen wir da drin. Das kann ich noch nicht. Das ist schlechter. Das brauche ich nicht. Steht hier irgendwo eine Klasse? So. Am besten geeignet für, wäre ja mal was, ne? Nur so als Idee. Ich habe leider nicht so coole Items. Ich habe so ein paar grüne, ein paar blaue Sachen, aber eine kleine Axt habe ich bekommen, aber bringt mir halt alles relativ wenig, weil das alles jetzt nicht so irgendwie Magie abgibt. Aber ich meine, wir sind auch am Anfang. Magiestab, ne? Ja, genau. Wir sind ja auch am Anfang, da kann man ja nicht so viel erwarten. So, gucken wir einfach mal, was es hier so gibt, ne? Genau. Schnauzer. Alter, wie dieser Hammerschlag, ne? Ey, du räumst hier einfach auf, ne? Das ist so abnormal. Also flupp, alles weg. Man muss vor allem dafür einfach, ich finde die Attacke einfach mal Just for Fun gerade geskillt und habe jetzt mal gleich ein Level-Up noch gemacht, weil ich dachte mir so, sieht ganz nett aus. So, wir sind jetzt hier, oh. Quest. Ich glaube, links von uns ist der Quest. Die Quest. Das Quest. Ja, da geht's in die Stadt. Bis dahin habe ich schon mal geguckt, schon mal Test gelaufen lassen, ob alles funktioniert und sowas. Ab jetzt auch alle Dialoge hier und sowas sind für mich neu. Für mich auch, aber das ist von der Ferne. Oh, wir können Sachen verkaufen und kaufen und alles. Ich will erstmal zu einem Händler. Was kann ich denn hier? Was Fishing ist Hole, da kannst du fischen. Das ist ein Prinzip cool. In dem Spiel. Du musst halt drücken, wenn dieser Kreis ganz in der Mitte ist. Ja, und ich habe gerade You Caught Nothing. Ja, wenn du zu früh drückst. Und je nach Fisch verändert sich dein Tier. Stimmt, das habe ich schon mal gelesen. Siehst du, wenn ich jetzt hier... Wann muss ich drücken? Sobald der Kreis, der da draußen so rumflimmert, in der Mitte ist. Und ich kann jetzt einfach mal so 2-3 Fische holen und dann ist erstmal gut? Naja. Du wirst noch genügend Möglichkeiten haben zu fischen. Fischen kannst du eigentlich irgendwie überall. Dann angle ich mir mal 3 Fische und fütter alle 3-mal ab. Geht das? Je nachdem, was du für Fische hast. Es gibt auch Fische, die dein... Pet praktisch transformieren lassen in irgendwas anderes. Das wäre doof. So, ich habe jetzt ein paar. Wie kann ich das machen? Nein, you caught nothing. Einfach rechtsklicken. So. Hier, jetzt achtmal. Achtmal auf mein Pet. Ach ja, süß. Der Hammer, ne? Wie hast du das hinbekommen, bitte? Rechtsklicken auf den Fisch. Je nachdem, was du für einen Fisch hast. Wo habe ich denn die Fische? Zweites Inventar. Ah. Transform into a Spider for 5 minutes. Ist ja witzig. Was? A Spider? Möchte ich jetzt mal sehen. Warte, wo ist denn mein Viech da oben? So, ein Adler zu einer Spinne. Bitte. Ja, nee, ist klar. So, ich gehe mal ein paar Sachen verkaufen. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns hier dann mal in der nächsten Folge wieder. Okay. Und dann verkaufen wir ein paar Sachen und nehmen die erste Hauptquest an, ne? Ja, das finde ich cool. Lass uns das machen. Okay. Bis dann. Ja, bis dann. Gemnox. Und ich.